Wie ein Pfeil schießt der TGV durch die Champagne. Einen neuen Geschwindigkeitsrekord wollen die Franzosen aufstellen. 540 Stundenkilometer, deutlich mehr als ein japanischer Zug auf Rädern 1990 erreicht hat. Nur ein Düsenflugzeug ist schnell genug, um diese Bilder zu liefern. Doch der Tachometer klettert immer weiter. 568, 69, 70. Erst bei 574,8 Kilometer steigt der Lokführer langsam auf die Bremse. Großer Jubel bei den Technikern, als die neue Rekordmarke erreicht war. Nur eine japanische Magnetschwebebahn war bislang noch schneller. 581 Stundenkilometer, Weltrekord, aber ohne Räder. Und auch der Bremsweg ist rekordverdächtig. Fast 10 Kilometer braucht das 25.000 PS starke Kraftpaket, um wieder zum Stehen zu kommen.